Ich wollte gerade bei Toolchat mal gucken, ob wir da vielleicht, was haben wir denn hier für den Kopf gekriegt? Ach, das war der BH. Der passt eigentlich auch ganz gut. Dann bei den Bärten. So, das ist das Doppelkinn. Das sieht aus wie ein ganz normales Doppelkinn. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das ist das Peter Griffin Doppelkinn. Ist nur ein Doppelkinn, Freunde. Kannst du sagen, was du willst. Wie ist das Klo gesperrt? Hier war die Schwester. Ja, okay. Das Klo, die haben das Klo abgeschlossen, warum auch immer. Scheiß Autokorrektur! Ich hab Pisser getippt, nicht Pilzsuppe! Ah, sie ist so scheiße. So. Flyer Katze verschwunden. Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Dann schauen wir mal. Da ist der Human Kyle. Okay, warte. Verkokte Furzsmogflasche, was immer das ist. Wiederbelebungsserum, Verbrauchsgegenstand, alles klar. Wir gehen gleich zu ihm, ne? Wir wissen ja eh, was uns erwartet. Außer Preview. Die wird aber nicht so lange halten, habe ich das Gefühl. Ach, guck mal. Scheiß Baum, ich hasse Büsche. So. Kommen wir hier nach oben? Können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Coole Basis. Ich find's cool, dass die Eltern sowas mitmachen halt. Ist schon nice. Hat quasi einen Garten, ganzen Garten für sich zum Spielen. Da kann man sich nicht beschweren und macht es aber trotzdem. So, wir gehen wieder zurück und dann fragen wir mal ganz kurz. Humankind, wie kann ich dir helfen, mein Superheldenfreund? Wer zur Hölle bist du? Ich bin... Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuh. Aber ich kann helfen. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Ich bin... Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich. Humankind aus einem Paralleluniversum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Ich kann helfen. Ich gehe nach oben. Du hast mich in meinem Superheldenkostüm vielleicht nicht erkannt. Ich bin's, Kyle. Was? Du hast eine geheime Identität. Du hast mich in meinem Superheldenkostüm vielleicht nicht erkannt. Ich bin's, Kyle. Ich löse das Problem für dich, Kyle. Der andere Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Los. Zoom! Oh, hey, Kyle. Ich bin wieder da! The Humankind 2 from an alternate universe. Wenn er dich da mitgebracht, spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Dann kämpfen wir. Besiege den alternativen Humankind. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner oder nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Okay, wir greifen zuerst ganz normal an, würde ich sagen. Wir müssen ihn nicht wegboxen. Es reicht erstmal eine normale Faustverkloppung, glaube ich, oder? Hm. Ich guck mal ganz kurz. 24, 18... Ich fange mit der normalen Faustverkloppung an. Yeah. Musstest du so fest zuschlagen?
Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Okay, wir können die natürlich hiermit vergiften. Pause, mir ist ganz schwindelig. Wir können... Och, bitte nicht. Schaltet Feinde in der Nähe durch Ekel aus und stößt sie zurück. Wir können ihn erstmal vergiften. Probieren wir das mal. Ja. Oh Gott, das Gebrechen hat mir doch gefehlt. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Was? Phew, typischer Paralleluniversums-Bullshit. Ich hab ne Magenverstimmung, ein Teechen wäre gut. Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Ein Teechen wäre gut. Alles klar, hier kommt ein Tee direkt in die Fresse. Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Nein. Er hat die Macht der Juden auf seiner Seite. Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seine Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absolviert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Habe ich einen Schutzbrecher? Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Okay, ich hau mir noch auf die Fresse. Ganz normal, ganz regulär. Au, au. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Gewonnen. Falkenauge-Maske. Oh, sieht aber gut aus. 24 Cent und LSF 50 Sonnenmilch. Ich will gar nicht wissen, woher wir die gerade bei ihm. Ich will es einfach nicht wissen. So, fast Level 2. Geil. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe draufschmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Hm. Verbündeter freigeschaltet. Humankind. So, die erste Aufgabe ist erledigt. Humankind ist unser Freund. Den werden wir gleich mal beklauen. Na, wer entdeckt hier was alles? Ja, Chewbacca, Star Wars sehe ich da noch. Da sehe ich noch hier mal ganz viele vom ersten Spiel, vom Stab der Wahrheit. Jefferson Bible. Na. Was? Repair Kit? Repair Kit. So, Weather. Aha. Terrence und Philipp Jacke. Alles klar. Jo, ciao. Komm schon, machen wir ein Selfie, um unseren Sieg zu feiern. Ja, da bin ich dabei. Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Ja, voll geil. So. Mit Helden kann ich fröhlich sein, glaube ich, oder? Ja, kann ich. Wuhu! Neuer Follower Kyle, geil! Humankind, meine ich natürlich. Top. So, haben wir gemacht, alles klar, was hast du hier noch? Rettet das Wohnzimmer-Button und Stoffballen. Da hinten auch nochmal ein bisschen ausräumen. Charakterbogen von Humankind. Intoger Gay-Foto, oh, warte mal. Wildzigs Rettungsplan, oh, den kenne ich auch noch. So, hier erstmal raus. Und dann die anderen Sachen erstmal ein bisschen abklamüsern hier. Feuchttücher. Da oben kommen wir auch noch auf dem Dachboden, aber jetzt momentan noch nicht. So. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand. Redigierte Yelp-Bewertung. Oh Gott, das war auch eine geile Folge. Und da oben links sehe ich noch irgendwas auf dem Schrank. Flyer, Delfino, Plastik und du. Das war sein Vater mit dem Delfin. Das war gar nicht... Habe ich das bei Randy gesagt? Verdammt, ist alles schon ein bisschen her. Kann ich da eigentlich... Scheiße, geht nicht. Also anscheißen geht nicht.
Ah, alles klar. Ja, entschuldige bitte. Ist schon ein bisschen her natürlich. So, was haben wir hier? Flasche Mega, Jersey Hagel. Deswegen dachte ich wegen dem Delfin-Ding erstmal. Aber das war dann einfach was anderes. So. Dann lass mal abknödern. Das kriege ich hin. So. Rausschütteln. Mhm. Enthusiastischer Klo-Meister. Oh. Oh, da haben wir doch ein Klo auf High-Level geschafft. Geil. So, flup, 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 flup. Halt, da war noch ein... Da waren wir noch nicht drin. Tweak und Crack, dampfende Überraschung. Ach ja, Kunstsammler, die Aoi-Bilder. Es ist so doof einfach. So, oh. Wer bist du? Wer bist du? Selfie machen? Ja klar, Alter. So, warte, 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 so. Und dann... So, wie gucke ich da mal? Ach, komm, immer glücklich. Oder sauer, ich bin mir nicht sicher. Aber ey, komm mal ruhig, da komm mal ruhig glücklich gucken. So. Die haben ein Bild gemacht. Ja? Ich will auch mal, du darfst nicht. So. Alles gar nicht, ist gar nicht Kleid Frosch, da hinten ist aber nur eine Lampe. So, Influencer Level 2. Wir steigen langsam auf, wir brauchen noch 6 Selfies, dann haben wir Level 3. Geil. Da können wir richtig, dann können wir schon die ersten fetten Werbedeals machen und so. Nice. Gut, was gehen wir hier? Apple Rat der Genies-Untersetzer. Oh, ich habe die Kaltbase fast fertig. Das wird super. Okay. Hey Kleiner, du hast gerade ein Yaoi-Bild gefunden. Kennst du den Ausdruck? Wir müssen schnellstmöglich reden. Es ist super wichtig. So, trifft sie mit Craigs Vater in seinem Haus. Da müssen wir jetzt eh hin. So, gleich nachdem wir hier mal geguckt haben. Okay. So. Klebeband, Kals, Negroplastiefoto und Stoffballen. Hier kriegen wir... Da kriegen wir nichts. Okay, außer Aggression. Na gut. Und ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Doch, wir kommen da schon weiter. Aber wir gehen da noch nicht weiter. Wir gehen da später hin. Denn erstmal haben wir einen anderen Auftrag. So, nein. Das war falsch. Es war hier. Und weißt du was? Ich gehe mal ganz kurz auf die Karte. Denn wir sollen erstmal Schnitzeljagd, ja, ratloser Handy. Die Ketten von Super Craig. Wir müssen eh mit Craigs Vater reden. Und zu Super Craig müssen wir sowieso Mission auf der Karte anzeigen. Und dann können wir die gleich markieren. So. Da können wir gleich rübergehen. So. Werbesendung. Lalalalalala. Hey, du warst ja eben irgendwie ziemlich fies zu mir, aber vermutlich tut es dir leid. Wann können wir wieder Superhelden spielen? Nein, nie. Vermutlich tut es mir gar nicht leid. Er hat ja angefangen. Also, hört sich doof an. Das tut weh, du Trottel. Ich bin Batman. Au. Ich wollte eigentlich mit dir reden, aber es gibt keine Option für Reden. Man kann nur zuschlagen. Das sagt alles über dieses Spiel. So, wir sind hier. Wir müssen noch einen weiter. Ja. Sechsklässler. Pass auf, das sind Sechsklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Geh mir aus dem Weg, verdammt. Mit meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, hey, ich hab's. Gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves sehen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast? Das hat deine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schaut ihr das an, Mann. Ihr Luschen? Hat er gesagt, ihr Luschen? Benny hat mich von Ascher, ihr Schlampen. Ihr Tampons könnt nicht mal auf den Beat tanzen. Was war das für ein Geräusch? Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Okay. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner. Jetzt schau dir das an, Mann.
Jetzt schau immerhin ein bisschen Rache. Leere Flasche. Schrott. Ohne DLC-Bushaltestelle. Die muss man später bezahlen wahrscheinlich. DLC-Busstop. Ich verstehe. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Solche haben kein Popo, nur eine Kloake. Nein, Alter, was mache ich denn? Geh weg. So, hier. Was ist da los? Drücke Y, um dem Gegner einen Furz ins Gesicht zu werfen. Ja! Na, endlich geht das wieder. Und jetzt? Schnauze, Mann. Kampfvorteil. Besiege Bartels. Bartels Simpson. Und wir sind nicht mehr alleine. Kampf zur Rettung! Gerechtigkeit von oben! Keine Gnade! Keine Gnade! So, ich fange jetzt mal an mit einer ganz klassischen Handverkloppung, auserlesen. So, ich glaube, das mache ich mal. Au! So. Die Brutalo kriegt brutal ab! Euch zeige ich, was brutal ist! Ich bin jetzt dran! Ja, das wollte ich gerade machen. Drücke A. Ja, das will ich doch gerade. Voll ekelhaft! So. Er ist aber noch hart am Kotzen, weil wir ihm ins Gesicht gefurzt haben. Kite Power. Was machen wir am besten? Er hat mehrere Angriffsoptionen. Wir können momentan aber, glaube ich, nicht viel machen, weil das Problem ist... Ah, wir können Schild sein. Hier, bitte! Geschützt. Wow, du bist so mutig! So, wir haben jetzt ein Schutzschild und jetzt können wir eigentlich nochmal, wir sammeln einfach nochmal ganz normal rein. So. Ja, machen wir einfach mal. So. Das Blatt wendet sich! Als Maul, Vierklässler! Das Blatt wendet sich! Er ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Tittenzwirbler! Oh, oh, lass das schmerzhaft aus! Aber wir sind geschützt. Humankind ist startbereit! Sehr, sehr gut. Okay, Humankind, 1, 2, mit X kriegen wir ihn nicht, ne? Doch, kriegen wir, alles klar. Pew, pew. Au! Da solltest du Salbe drauf tupfen. Er hängt schon in den Seilen. So, alles klar, jetzt nochmal mit X. Ja, das war super! Viertklässler-Versohlen, geile Sache! Was kommt jetzt? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Die Kommentare von halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! So. Ich liebe die Kommentare zwischendurch. Okay, nochmal Laserauge. Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Du kannst die Schutzbrille jetzt abnehmen. So, und eigentlich dürfte er das nicht mehr überleben. Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet! Du hast gewonnen und fast keinen Schaden genommen. Verklebte Katzenhaare und Währung. Geil, hat sich gelohnt. Und fast... Ja, ein Stufenaufstieg. Ja, unaufhaltsam. Mobbermatcher, besiege 10 Sechsklässler. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren 6 Klässler. Weiter so. Das kriegen wir hin. So, gammelige Bananenschale. Geil. Alles, was ich in meinem Leben wollte. Kreditkartenangebot. So, Junge, was ist los? Welche Heldentat? Du hast mir, meinem Frosch, das Leben gerettet. Mobbing fängt zu Hause an. Die Eltern sind schuld. Du willst ein Selfie mit mir? Ja, na klar. Jeden Tag eine gute Tat. So. Wieder eine glückliche Seele gerettet. Ich muss natürlich cool gucken. Mein Frosch muss aber mit aufs Bild. Ja, sieht man schon. So, Peter Mullen. Krass, wie du den 6-Klässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Pete Smith, die frühen Jahre? Ist das so ein Depressed Stylebook? So, entschuldige bitte. So, okay, was haben wir denn hier drin? Essay über der alte Mann und das Meer. Das ist nicht dein Zuhause. Das ist mir aber egal. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Alles klar. Wir spielen, Süßi. Irgendwo weit weg von hier. Jimmys Eltern sind die Besten. Hast du Jimmy gesehen? Seid ihr 2 Freunde, Superheldenverbündete oder sowas? Kann man so sagen. So. War das gerade Chipotle Werbung? Ich weiß es gar nicht. So, abgestandene Pizza von Marcos. Und hier haben wir noch dreifach Ballaststoff, Rindfleisch, Powerbar, Toffee gefüllte Häppchen. Geil. Ich kriege immer Hunger, wenn ich hier Sachen einsammle.
Jo, Chipotle Bay, das war's. Jimmy hat wirklich interessante Freunde. Ja, 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 alles klar. Aber er ist wahrscheinlich gerade nicht hier, oder? Hm. DNA. Ach, hier hat er, so hat er sich verwandelt. So ist er der Blitz geworden. Ach, guck mal, der 6 Millionen Dollar Mann da hinten. Und Everest. So, Spielcontroller. Und hier nochmal. Maximo, Tablettenstück und Stehmikrofon. 6 Millionen Dollar mal mit den bionischen Beinen. Ist irgendwie, ha, das ist gerade er, das hier hängen hat. Ist, ja, na gut, ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Zuschauer von South Park kennen diese Serie nicht mehr, der 6 Millionen Dollar Mann. Steve Austin, der Astronaut Steve Austin. Oh, ein Zaun, ich spring mal drüber. Ach ja, das waren Zeiten. So, einmal ganz kurz hier raus. Und dann hier nochmal, da nehmen wir auch nochmal was mit. Klebeband, Crafting, Basiskomponente, craften müssen wir auch nochmal ein bisschen. Können wir später machen, Stoffballen, Taschenlampe, wir nehmen alles mit und später craften wir uns alles nach Herzenslust zurecht. Flasche Sleep Aids. Mhm. Das gute alte Schlaf-Aids. So, Gehaltsabrechnung des kanadischen Ministeriums für Mobilspiele. Oh Gott, das war auch so furchtbar. Das war auch so furchtbar. So. Dup, 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 dup. Und jetzt können wir da oben aufmachen. Alles klar. Sterne, Kostüm. Nice. Benutze Spritze und Stoffballen. Ich will es vielleicht gar nicht wissen. So, was haben wir denn hier? Die Toilette der... Oh, das ist aber... Das ist eine Meisterstück-Toilette. Das wird schwierig. Okay, Boah. Oh, 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 Alter, nee, das kriege ich nicht hin, nicht übel, naja, da ist der Schlons leider vorbei, da muss ich echt noch trainieren. Da kriege ich irgendwann, Handherpes, wenn ich das weitermache. Farm to Toilet Arschburger. Alles klar. So. Das muss ich trainieren. Da kriegst du irgendwann so einen Gehirnschlon so. Ah nee, wir waren schon drin. Alles klar, wir haben schon alles ausgeräumt. Ciao, ciao, ciao. So. Ich wette, diese Woche wird total unspannend. Hast du recht, ciao. So, die Frage ist, wo müssen wir als nächstes hin? Oder... Was machen wir als nächstes? So. Nein, die Goth-Kinder. Chorgesangsbuch. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Flutschiger Spaß mit Kindern. Chorgesangsbuch. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Ja, für dich vielleicht. Hier in deinem wohlbehüteten Heim. Aber draußen, auf den Straßen. Da sieht das Leben ganz anders aus. Mintberry Crunch. Oh. Gab's nicht auch den Mintberry Crunch? Wie hieß der nochmal? Ich hab's vergessen. So. Hallo? Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Ich bin mir da nicht so sicher. So, aber wir gehen mal kurz hoch zu den glücklichen Kindern. Darkness and me gleich. Irgendwas. So, Blauhaus-CD. Gork-Keyboard. Ah, schön ist es hier. Lebensbejahende Atmosphäre. Oh, alle würden Selfie machen hier? Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Wie, Wichtigeres? Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Okay, wir müssen einen Folianten suchen. Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Hat dir die Gesellschaft aufoktroyiert, dich so anzuziehen? Das klingt so mega hochgesampelt irgendwie, ne? Verpiss dich! War sie nicht zwischendurch mal aus Versehen ein Emo, als sie aus dem Camp kam? Vermisst du nicht deine Herde verunsicherter, gleichgeschalteter Schwachköpfe und Poser? Wir sind keine Poser. Wir sind Superhelden. Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine Beiträge machen dich glücklich, du Spießer. Das tun sie. Hau ab! Lass mich in Ruhe, Spießer.
Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Ein bisschen. Ich dachte, ich probier's mal. Warum nicht? Fragen kostet ja nix. So, was haben wir denn hier schön? Da oben ist noch ein Yaoi-Bild. Oh, was? In diesem feinchristlichen Haushalt? Ein Yaoi-Bild? Wie kommt das denn da hin? Kann ich das da runter... Ja, jetzt geht's grad. Komischerweise kann ich es nicht mit meiner Arschkanone da runterschießen. Ich kann aber so ein bisschen rumfurzen, das geht immer. Aber ich krieg's ansonsten nicht da oben runter, warum auch immer. Ich hoffe, das geht später mal. Und ich hoffe, ich erinnere mich dran, dass hier oben was auf dem Regal war. Und noch andernorts war oben was auf dem Regal. Da muss ich mal gucken. Popsies Acne-Creme und hier auch noch metrosexuellen Haargel. So, die Toilette der Biggles. Nein, das hat am Anfang überhaupt nicht gegriffen. Nein! Aber wir haben alle Sterne gekriegt, oder? Haben wir? Haben wir. Enthusiastischer Klomeister. 20 Erfahrungspunkte. Yeah! Na, immerhin. Das reicht ja auch schon mal für den Anfang. Und wahrscheinlich gibt es danach noch 10 andere Achievements, die wir freischalten können. 100 pro. So. Gut. Ciao. War sehr schön. Von welchem Planeten kommst du denn? Ich komme vom Planeten Zeiss. Du näherst dich Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Da ist ein Loch im Zaun. No Drone Zone. So, da oben kommen wir nicht dran. Ne? Wir bräuchten eine Leiter, um da oben das Gefrierfach aufzukriegen. Wir können ja gar nichts machen. Und auch hier sind die Furze wieder sinnlos. Warum geht das nicht? Ich kann auch nicht gedrückt halten, sodass da vielleicht mehr Energie rauskommt. Geht leider nicht. Der Kühlschrank ist festgeschweißt, wie es aussieht. Schade. Wir werden später herausfinden, was wir da machen können. Brief aus Peru. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Beim letzten Super Craig, da kam gar kein Geräusch. Ich bin irritiert. Was ist da los? Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Jo, warte kurz. Apropos Hundefutter. Burrito. Oh, und Packung Milch. Dose Maisknusperer und Packung Twizzlers. Rezept für Wiederbelebungsserum. Sehr, sehr gut. Und eine Rahmenpackung. Oh, lecker. So, wir gehen gleich nach unten. Und helfen dem armen Mann. Und hier lernen wir, glaube ich, auch die Macht. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Hier können wir auch endlich die Macht unserer Fürze einsetzen. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. So. Okay, so geht's nicht. Du kannst nicht zufällig deine Arme verlängern, oder? Knallfrische, freigeschaltet. Okay, das war ein Knallfrische, ich dachte, das war unser Furz. Die könnten hilfreich sein, gern geschehen. So, nutze Knallfrische. Geht das so? Oh, passt, mach's nochmal. Reicht auch ein Furz? Nein. Schmeiß noch ein! Oh, das war's! Folge dem Meerschweinchen! Okay. Wow, du hast die Kiste zerlegt wie nichts! Wahnsinn! Mach dein Ding mit der Kiste! Alles klar. Oh, ob das eine gute Idee ist? Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast! Du bist gut! Schaff das Ding aus dem Weg! Wo ist er denn? Ah, hier. Warte. So, halten. Schnell, mach was, sonst kommt der... Wow, das sah ganz schön knifflig aus.
Und das gleiche nochmal hier und... Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus! Oh oh. Schwel.